Grüezi und herzlich willkommen zur Softwaretechnik-Vorlesung. Heute zum Thema Konfigurationsmanagement. Und wie immer fange ich an mit Schaukeln. Wir reden natürlich über Schaukeln im übertragenen Sinne. Es geht eigentlich um Software. Und wir haben in den letzten zwei Vorlesungen es angesehen, wie man einerseits die Evolution von Software vorantreiben kann. Und zwar in der Möglichkeit nicht so wie hier in dem Schaubild. Und andererseits, wie man auch Support für die Software bereiten kann in Form von Maintenance, also Wartungsaufgaben. Wir gucken uns heute an, wie beides eigentlich Hand in Hand funktionieren kann mit Hilfe von Konfigurationsmanagement. Und ein zentrales Problem, was man mit Konfigurationsmanagement lösen will, ist, wie eigentlich Software ausgeliefert wird. Und das möchte man möglichst automatisieren, Schlagwort Continuous Delivery. Da kommen wir zum Ende der Vorlesung hin und in unserem Schaubild kann es eben heißen, dass die Software viel zu spät ausgeliefert wird oder eben diese Schaukel im Winter, wenn die eigentlich keiner mehr braucht. Das wollen wir verhindern und dazu gucken wir uns heute das Konfigurationsmanagement an. Im ersten Teil nehmen wir so ein bisschen auseinander, was ist eigentlich Konfigurationsmanagement und Versionskontrolle. Im zweiten Teil gucken wir uns dann bestimmte Operationen aus Versionskontrollsystemen an. Das ist nochmal so ein Überblick. Viele von euch werden das tatsächlich schon kennen von Git. Und im dritten Teil gucken wir uns dann eben diese Hype-Wörter Continuous Integration und Deployment mal etwas genauer an. Im ersten Teil also eine kleine Einführung, Konfigurationsmanagement, warum machen wir das eigentlich und was wollen wir damit erreichen? Dazu zunächst einmal ein Beispiel. Nehmen wir an, wir haben irgendein Produkt, das kann jetzt ein Auto sein, kann aber auch irgendwas anderes sein und da ist Software drin. Und jetzt tritt irgendein Fall ein, wo wir wissen müssen, ob dieses Produkt betroffen ist. Und zwar betroffen wovon? Betroffen von einer Sicherheitslücke, betroffen von einem Fehler in der Software, vielleicht aber auch betroffen von einer Manipulationssoftware. Das ist sozusagen das Bild, das ist aus dem Kontext damals entstanden oder veröffentlicht worden. Aber das ist ganz gleich. Wir sind daran interessiert, was für Software haben wir eigentlich in unseren Produkten? Und wir müssen uns eben darum kümmern, wir müssen das irgendwie abspeichern, wir müssen uns irgendwie vergewissern können und auch nachträglich für alle Produkte, die ausgeliefert wurden, müssen wir quasi Software identifizieren können und die entsprechende Version wieder herausfinden können. Wir werden auch nochmal das Thema angreifen in der Vorlesung zu Open Source Software, weil das da eine ganz große Rolle spielt. Es gibt nämlich Lizenzen, die fordern sogar, dass man, wann immer man binäre Daten rausgibt, also ein ausführbares Programm, das auch die entsprechende Software, also der Quelltext dazu veröffentlicht wird. Gut, soweit zur Vorrede. Was ist jetzt eigentlich Konfigurationsmanagement? Configuration Management is concerned with the policies, processes, tools for managing changing software systems. Und hier ist der wichtige Punkt. Es geht also um Veränderungen. Wir haben nicht irgendwie das eine Software-System, es bleibt immer gleich, sondern wir haben da drin Veränderungen und wir haben dafür viele Beispiele gesehen in den letzten zwei Vorlesungen, sowohl in der Evolution als auch in Wartung. Es gibt vier prinzipielle Aktivitäten im Konfigurationsmanagement. Zum einen ist es Versionskontrolle oder Versionsmanagement. Was wir da machen oder was die Aufgabe da ist, ist, dass man erst einmal notiert, sich sozusagen festhält, welche Varianten, welche Versionen gibt es eigentlich und es überhaupt ermöglicht, dass man simultan Versionen entwickeln kann. Ja, dass also verschiedene Versionen irgendwie parallel existieren können. Wir werden auch noch sehen, wofür das wichtig ist. Dann gibt es System Building. Da geht es darum, dass wir von Quelltext, von Modellen, von Konfigurationsskripten zu einem ausführbaren System kommen, zu einem Gesamtsystem. Und das kann entsprechend kompliziert sein, je größer das System ist. Und da müssen wir unter Umständen Sachen zusammensammeln, wie zum Beispiel Bibliotheken, aber auch den Quelltext kompilieren, eben gegen diese Bibliotheken und dann vielleicht auch noch linken. Der dritte Punkt ist das Change Management, also welche Änderungen gibt es sozusagen oder welche Anfragen für Änderungen gibt es eigentlich und wie will man damit umgehen, was ist geplant, wann, welche Änderungen sollen überhaupt passieren und wann sollen diese Änderungen passieren.
Und zu guter Letzt das Release-Management, wo man sich immer überlegt, welche Releases sollen wann veröffentlicht werden, aber auch sowas wie alte Releases, was gibt es eigentlich für, ja, für alte Releases und was war da entsprechend für Software drin? Ja, und da sind wir bei diesem Punkt eben von dem Beispiel mit dem Auto. Wir haben ein Auto, das kommt zur Werkstatt, wir müssen wissen, was ist da für Software drin. Ja? Braucht das dieses Auto ein entsprechendes Update der Software? Es gibt drei verschiedene Stadien, Phasen, die wir unterscheiden müssen, die für uns ganz wichtig sind, verschiedene Entwicklungsphasen. Nämlich das eine ist die reine Entwicklungsphase, nämlich wir fügen einfach neue Funktionalität zum Beispiel hinzu. Dann gibt es eine zweite Phase. Wir gehen nicht direkt von der Entwicklung zum Produktivsystem über, sondern gibt es typischerweise eine Phase, die davon geprägt ist, dass man nicht mehr neue Sachen implementiert, sondern dass man das System testet und nur noch die Fehler behebt, ja, damit das System immer stabiler wird. Das heißt, was man dafür macht, ist typischerweise so einen internen Release erzeugen und auf dem werden dann nur noch die Performance verbessert, irgendwelche Bugs oder Security Geschichten behoben. Und im dritten Fall ist die Release-Phase und das beschreibt sozusagen die Zeit, die nach dem Release, wenn wir die Version der Software veröffentlicht haben, was dann passiert mit dieser Version. Und auch da ist natürlich denkbar, dass wir dann eben Bug-Reports kriegen von den Nutzern oder Kunden und dass es eben auch vielleicht Änderungswünsche gibt an der Software. Das Interessante ist, und warum betrachten wir jetzt diese drei Stadien, dass wir die eine Software typischerweise in verschiedenen Versionen existiert und die Versionen koexistieren in verschiedenen Entwicklungsstadien. Es ist nicht so, dass wir in den Wochen, außer vielleicht in so kleineren Firmen sieht man das ab und zu mal, aber typischerweise haben wir es so, dass all diese Sachen parallel stattfinden. Während die Release-Phase für eine alte Version läuft, habe ich die Entwicklungsphase für eine ganz neue Version und habe vielleicht die System-Testing-Phase für die nächste Version. Das heißt, wir sehen häufig, dass das in parallel passiert und dann müssen wir natürlich mit diesen Versionen irgendwie umgehen. Da kommt Versionskontrolle ins Spiel oder auch Versionsmanagement. Was sind die Ziele? Wir wollen Zusammenarbeit ermöglichen, das heißt Dateien und Ordner im Wesentlichen, ja, Quelltext muss synchronisiert werden zwischen verschiedenen Personen und wir wollen Versionen vielleicht auch vergleichen. Wir wollen sehen, was haben wir jetzt eigentlich geändert? Wir haben irgendwie eine neue Version. Wie passt die eigentlich zu den alten Versionen? Und wir wollen aber auch vielleicht Dateien mergen. Das werden wir später noch mal etwas genauer sehen, was das heißt, wenn die Änderungen von verschiedenen Entwicklern, verschiedenen Nutzern zusammentreffen. Dann gibt es aber auch den Punkt mit dieser Historie. Was wollen wir damit machen? Naja, wir wollen auch auf alte Versionen zugreifen können. Ja, das ist der wichtige Punkt, wenn ich das Produkt habe und sehe, das wurde vor 2 Jahren ausgeliefert. Welche Version ist da eigentlich drauf? Das heißt, wir brauchen auch diese alten Versionen weiterhin und müssen die Änderungen loggen. Es gibt prinzipiell drei Arten von Versionsverwaltungssystemen, Version Control Systems im Englischen, Local Only. Das ist eigentlich eine Kategorie, die man heute gar nicht mehr anfindet, aber das war der Ursprung von Versionsverwaltungssystemen. Die sieht man heute vielleicht noch bei Windows oder Betriebssystemen, dass man eben so eine Versionsverwaltung hat von einzelnen Dateien. Aber in der Softwareentwicklung spielt das eigentlich keine Rolle mehr. Und mehr oder weniger abgelöst sind inzwischen auch zentrale Versionsverwaltungssysteme. Es gibt natürlich noch viel Legacy-Software, die einfach noch mit alten Systemen entwickelt wird, mit CVS oder SVN. Was wir heute aber als hauptsächlich sehen als Versionsverwaltungssystem ist Git. Mercurial ist auch langsam eher auf dem absteigenden Ast, sehen wir gleich. Und das sind dezentrale Versionsverwaltungssysteme. Da gucken wir uns gleich nochmal an, was das genau heißt. Diese Versionsverwaltungssysteme sind zwar ursprünglich entwickelt worden für Software, aber es hat sich herausgestellt, dass sie auch für viele andere Dateien sinnvoll sind und werden da mittlerweile auch verwendet. Ein Beispiel ist, meine Folien für diese Vorlesung verwalte ich auch mit dem Git, auch wenn das jetzt nicht wirklich Software ist. Jetzt die Frage, Versionskontrollsysteme, warum, Thomas, warum machen wir das alles so kompliziert? Warum machen wir nicht einfach Sperren auf den Dateien und dann sagt man halt, okay, dann kann eben jemand anders nicht drauf zugreifen.
Das funktioniert bei Software nicht. Software muss parallel entwickelt werden. Und ich kann nicht sagen, der Entwickler kann jetzt diese Woche nicht arbeiten, weil diese Datei gesperrt ist. Und wir haben teilweise sogar relativ lange Prozesse, von einer Idee über Versuche an der Software was zu ändern, Prototypen, tatsächliche Änderungen, Verbesserungen an der Software, bis wir dann tatsächlich so weit sind und sagen, jetzt können da auch andere darauf zugreifen. Das heißt, da brauchen wir irgendwie eine Lösung für. Und das können wir uns jetzt angucken, wie sozusagen diese verschiedenen Versionsverwaltungssysteme über die Zeit sich entwickelt haben. Und da die blaue Kurve ist sozusagen Git und die gelbe ist SVN. Das sind im Wesentlichen so noch die beiden großen Systeme irgendwie, die eingesetzt werden. Aber SVN sehen wir, spielt so langsam keine Rolle mehr. Mein persönlicher Bezug dazu, tatsächlich, als ich angefangen habe, in der Industrie mit so Nebenjobs zu arbeiten, das war 2004, da haben wir mit CVS gearbeitet und wenn wir diesen Chart gucken, 2004, fängt auch der Chart etwa an, da war CVS das, was am weitesten verbreitet war. 2007 haben wir angefangen mit einem Forschungsprototyp, über den ich ab und zu mal erzähle, der heißt Feature ID und da haben wir SVN genommen und war damals auch der Standard. 2009 sind wir dann mit Open Source gegangen und 2040 habe ich diesen Quelltext von SVN zu Git migriert. Das ist also prinzipiell möglich, ist aber durchaus nicht ganz einfach. Das heißt, so ein Wechsel von Versionsverwaltungssystemen, das möchte man eigentlich vermeiden. Und deswegen lohnt sich so ein Blick auch auf diese Charts. Die Frage ist nämlich, was passiert jetzt eigentlich mit Git? Weil es sieht da so ein bisschen aus, als wäre es auf einem absteigenden Ast hier in diesen Google-Suchanfragen. Das spielt natürlich eine Rolle, welches Versionsverwaltungssystem man nutzt, weil hier in dem Fall Mercurial und Git kamen etwa zeitgleich raus, hatten auch am Anfang eine ähnliche Popularität und Verbreitung. Und dann hat sich aber Git gegenüber Mercurial durchgesetzt. Ob das jetzt das richtige System war, steht auf einem anderen Blatt. Aber tatsächlich ist es so, hat mich auch persönlich betroffen. Ich hatte damals ein Repo erzeugt mit Mercurial und das wurde eben dann auf Bitbucket eingestellt. Ihr könnt dazu auch noch ein bisschen mehr lesen, was das hier bedeutet hat. Und tatsächlich ist das alles so im letzten Jahr vonstatten gegangen, wo Mercurial Support in Bitbucket eingestellt wurde. Das heißt natürlich nicht, dass man Mercurial nicht mehr nutzen kann, aber wenn es an immer mehr Stellen nicht mehr unterstützt wird, es vielleicht irgendwann keine Clients mehr gibt, spätestens dann muss man eben wechseln. So, jetzt bitte wieder aufwachen alle. Ja, tatsächlich, das ist natürlich interessant mit diesem XKCD-Comic und auch relativ nah dran. Tatsächlich, das hat man öfter mal, ja, dass man mit Git irgendwas entwickelt. Gerade wenn man große Repos hat, kommt es ab und zu Fehlerzuständen. Das kann an dem Client liegen, aber auch an dem Server. Und dann muss man tatsächlich so agieren und irgendwelche Hacks finden, damit das Ganze wieder funktioniert. Tatsächlich möchte ich euch jetzt in den nächsten Minuten noch ein bisschen was darüber erzählen, wie dieses Prinzip dahinter ist, wie Git eigentlich funktioniert, damit ihr besser verstehen könnt, was diese ganzen Makros eigentlich machen. Und diese Makros werden wir uns dann auch im dritten Teil noch mal etwas genauer ansehen. Also die Operationen auf einem Versionsverwaltungssystem. Dazu erstmal einen Schritt zurück. Git ist dezentral. Dazu wollen wir erstmal verstehen, was ist eigentlich zentrale Versionskontrolle. Zentrale Versionskontrollsysteme sind im Wesentlichen Client-Server-Systeme. Das heißt, wir haben eine Client-Server-Architektur, darüber haben wir schon in einer anderen Vorlesung gesprochen. Was die Charakteristik ist, ist, dass wir einen Server haben und der hat eine Hauptkopie sozusagen von der Software. Der hat diese ganzen Versionen und die Clients, nutzen den Server, um sich gegenseitig zu synchronisieren. Wenn wir etwas detaillierter reingucken, dann sehen wir, okay, wir haben jetzt den Server, der hat zum Beispiel 10 Revisionen. Und wir können jetzt hergehen und können sagen, naja, auf dem einen Client möchte ich jetzt Revision 10 mehr angucken und auf dem anderen möchte ich vielleicht Revision 5 angucken, weil ich inspizieren will, was war die Version, die damals auf dem Auto oder auf dem Rasenmäherroboter war. Das heißt, wir haben Kopien auf den Clients und die nennt man Working Copy.
Working Copy deswegen, das ist das, womit der Entwickler arbeiten kann. Das ist eine Kopie, das ist ein Stand, nur eine Revision und mit der kann man eben arbeiten, die verändern. Was jetzt passiert, wenn ich was ändere, dann habe ich erstmal veränderte Dateien bei mir vorliegen und es wird erkannt, dass ich eben diese Version 10 hier an der Stelle geändert habe. Aber deswegen kennen die anderen Teile das noch nicht. Und was dann passiert ist, man nutzt den Server, man sendet eine neue Version an den Server, der Server merkt sich diese neue Version und damit kann ich dann eben auch andere Clients wieder davon aktualisieren. Aber man kann das eben auch, diese Revisionen, diese Historie eben auch nutzen, um Änderungen zurückzusetzen, um einzelne Änderungen, die zwischendurch passiert sind, zurückzusetzen oder eben auch Änderungen, die simultan passiert sind, vielleicht an der gleichen Datei zu mergen. Gut, das war zentrale Versionsverwaltung, das heißt, da sind wir bei sowas wie SVN, was inzwischen kaum noch eingesetzt wird und was sich jetzt durchgesetzt hat inzwischen sind dezentrale Versionskontrollsysteme, also verteilte, distributed im Englischen. Was wir da haben, ist im Wesentlichen eine Peer-to-Peer-Architektur. Es gibt vielleicht schon noch was, ja, hier steht auch Git Server, es gibt schon noch irgendwie Peers, die eine besondere Rolle haben und die öfter irgendwie diese Serverrolle einnehmen, aber prinzipiell hat jeder Client-Server, sozusagen jeder Peer, die komplette Historie, das komplette Repository. Und das Interessante ist, dass jetzt eben man einerseits mit diesem Repository lokal arbeiten kann, ja, das sind diese Pfeile, die so rundherum gehen, und andererseits, und das sehen wir gleich nochmal ein bisschen detaillierter, kann man eben zwischen diesen Repositories auf verschiedenen Rechnerknoten eben auch Sachen austauschen. Tatsächlich, das mit dem Dezentralen hat natürlich viele Aspekte. Ein Aspekt ist, man kann einfach, spricht nichts dagegen, einfach zwei Server zu haben und parallel auf zwei Server alles zu verteilen. Und man kann dann auch entsprechend weiterarbeiten, selbst wenn ein Server offline ist oder man selbst offline ist, dann ist man eben sozusagen nicht komplett aufgeschmissen. Und das ist auch einer der Gründe, warum ist eben zentrale Versionsverwaltungssysteme inzwischen abgelöst worden. Was passiert da jetzt eigentlich, wenn wir damit arbeiten? Erstmal ist es so, dass wir uns quasi diese Historie, die müssen wir uns erstmal holen und da reden wir nicht mehr von Repository, sondern Repository-Clone. Ja, das heißt, wir haben mehrere Klone der Repositories und die sind alle mehr oder weniger gleichwertig. Da gibt es nicht irgendwie einen Klon, der heraussteht. Das einzige Unterscheidung, die wir machen, ist, wir haben so einen lokalen Repository-Clone oder eben einen Remote Repository-Clone. Was wir damit machen, ist, wir machen vielleicht Änderungen. Also erstmal ist der erste Schritt, den man irgendwie macht, man erstellt sich diese Working Copy und hier sehen wir jetzt schon den Unterschied. Wir haben also nicht nur den aktuellen Zustand lokal, sondern wir haben die Working Copy und zusätzlich noch die ganzen Revisionen. Ja? Und hier sehen wir jetzt sozusagen die Historie, steckt in dem kompletten Repository-Clone, ist also lokal verfügbar. Und wenn ich jetzt Änderungen mache, dann gibt es zwei Schritte, die dann passieren, dass man erstmal das in die lokale Historie mit aufnimmt und dann diese Historie entsprechend synchronisiert und auch an andere Clients wieder weiterleitet. Gut, zum ersten Teil der Vorlesung, es ging also um Konfigurationsmanagement. Wir haben festgestellt, Konfigurationsmanagement, da gibt es eigentlich so vier Hauptaktivitäten, und es gibt drei Entwicklungsstadien und man kann eigentlich bei jeder Softwareentwicklung so drei Entwicklungsstadien festmachen, eben während der Entwicklung, wenn ich beim Testen bin und dann eben ab dem Moment, wo der Release passiert ist. Wir haben uns auch Versionskontrolle angesehen, das ist eine dieser vier Aktivitäten, die etwas genauer, und haben da geguckt, was sind eigentlich die Ziele und was sind die prinzipiellen Unterschiede zwischen zentraler und verteilter Versionsverwaltung. Ihr könnt dazu das nachlesen im Buch von Ian Somerville. Was ich euch empfehlen würde, ist, euch nochmal ein bisschen damit zu beschäftigen und die Idee ist folgende. Guckt euch mal ein Open-Source-Projekt an, zum Beispiel auf GitHub, zum Beispiel die Corona-Warn-App, kann aber auch irgendein anderes System sein, und guckt euch mal an,
wie viele Branches gibt es da eigentlich, die parallel entwickelt werden? Ja, also wenn wir zum Beispiel mal den Mai hernehmen, dann könnte man gucken, und wenn es zu viel ist, einen Monat, kann man sich auch einen Tag hernehmen oder eine Woche und kann man gucken, wie viel passiert da eigentlich parallel? Ja? Wie viele Versionen gibt es davon eigentlich parallel? In wie vielen Branches wird da entwickelt und wie viele Commits gab es da vielleicht? Das hilft so ein bisschen zu verstehen, wie in der Praxis Software entwickelt wird. Und dann wäre es schön, wenn ihr sozusagen eure Einsichten da teilt im Moodle. Und das kann auch durchaus relativ kurz ausfallen, dass ihr einfach nur sagt, das ist das Repo, hier ist der Link. Im Mai gab es 10 Branches, und an denen parallel entwickelt wurde und vielleicht mehr als 50 Commits. Ihr müsst das auch nicht alles im Detail sehen. Gut, bevor wir zum nächsten Teil kommen, jetzt bitte erstmal die interaktiven Aufgaben machen. Ich freue mich auf eure Einreichung. Bis dann.